Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder beim Let's Open CSGO Cases. Heute im Raum dabei ist der legendäre TMA Matze. Ich glaube, der sagt aber heute nichts, weil er schüchtern ist. Ja, ganz schüchtern. Okay, er hat was gesagt. Aber ich weiß gar nicht, ob man dich hört, weil im letzten Video hat man euch auch nicht gehört, weil ihr da so leise wart. Wir haben heute zwei Chroma 1 Kisten. Ganz einfach, weil die Manova und die Chatterbox habe ich noch nicht und sind beide eigentlich ganz cool. Und natürlich noch eine zwei Handschuhcases, ganz einfach aus dem Grund, weil die SSG 08 Dragonfire da drin ist und die Dragonfire cool ist. Und Handschuhe sind natürlich auch nichts Schlechtes. Ich würde sagen, wir machen einfach abwechselnd auf, die Abwechslung. Kaufen wir erstmal hier die Schlüssel. Und dann kaufen wir hier die Schlüssel. So. Nice. Hier machen wir auch die erste auf. Wir gucken uns nochmal die Skins an. Also die blauen, da braucht man gar nicht drüber reden. Davon brauche ich halt keinen. Die habe ich sogar schon hier. Die sind scheiße. Den hatte ich mal, der war ganz cool. Aber brauche ich nicht mehr. Der ist eigentlich auch ganz cool, aber ja, ist halt eine Schrottwaffe, ne? So, bei den Pink Skins. Da ist die Kartell, die ist schon nice. Würde ich zwar jetzt auch nicht brauchen, könnte ich aber verticken dann. Ich glaube, die würde auch Plus geben. Die Dragon King ist mega nice, finde ich persönlich sehr cool, aber die M4A4 ist scheiße. Und die P250, ja, wenn sie drin ist, dann nehme ich sie. So, und bei den Redskins, ja, die sind beide jetzt nicht so schlecht. Sind zwar beide nicht Wuchte, aber ich würde sie beide nehmen. Gehen wir auch gleich und öffnen die erste. Hoffen wir mal, dass es heute wieder mal was Gutes gibt. Wenigstens mal ein Pinkskin, da würde ich mich schon drüber freuen. Alles andere wäre ja vermessen. Wir beginnen mit einem schnieken blauen Skin. Der sieht schon wieder richtig scheiße aus. Da merke ich schon wieder, danke, danke Spiel fürs Geld wasten. Machen wir die nächste Kiste auf. Gucken wir uns hier nochmal die Skins an. Keine Ahnung, die habe ich noch nicht gesehen in-game. Die habe ich schon. Die brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Die ist auch Müll. Die wäre noch cool von den Purple Skins. Die würde ich auf jeden Fall feiern. Die brauche ich nicht. Die habe ich schon. Die fände ich auch ganz cool, aber die Waffe ist halt scheiße. Und die wäre natürlich mega nice, auch wenn die SSG auch nicht so geil ist, aber das sieht einfach das Skin gut aus. Und die würde ich sehr wahrscheinlich verticken. Weil die sieht halt nicht so geil aus. Oder Handschuhe. Handschuhe wären natürlich auch definitiv not bad. Gehen wir auch gleich ins Öffnen. Und wir bekommen eine blaue P2000 Turf. Kann man nicht sagen, die sieht nicht mehr so scheiße aus. Aber gut, brauche ich nicht. So, dann jetzt zur zweiten Chroma Case. Ja, die wäre schon cool. Auch wenn ich sie nicht spielen würde, aber sie wäre cool. Öffnen wir. Oh, 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 nice. Da möchte ich nicht drüber meckern. Die werde ich definitiv ausrüsten. Ich glaube nicht, dass die viel wert sind. Ah, hier kann man... Ah ja, man kann ja jetzt angucken, die Float. Wear Rating. Die sind FN, oder? Müssten FN sein. Ah, da vorne waren sie schon. Wie sind meine Miss bisher? Meine waren Minimal Wear. Und die sind auch Minimal Wear, okay. Ja, aber die sind cool. Rüsten wir gleich mal aus. Ach, wir gucken mal schnell, was die so für einen Wert haben. Nur um nachzuprüfen, ob wir da jetzt im Plus liegen oder nicht. 1,80 Euro. Not bad. Sind wir gar nicht so tief im Minus. Kann man jetzt nicht meckern. So. Und die letzte Kiste. Hoffen wir wirklich jetzt nochmal auf ein bisschen Glück. Wenigstens pink. Da vorne ist schon eine rote vorbeigeflogen. Und es wird wieder nur was Blaues. Ein guter alter MP9 Zen Scale, Alter. Die ist schon echt hässlich.
Die ist schon echt hässlich. Wear-Rating. Finde ich aber cool, dass man das jetzt hier unten sehen kann. Müsste man halt die genauen Zahlen wissen. So, aber wir können sogar noch hochtraden. Mal die rein, pack mal die rein. Können wir alle reinpacken, sind alle räudig. Ich keine von denen. Und ich packe mal als letztes rein, packen wir noch die rein. So, mal gucken, was es wird. Hier das Fältchen zu, damit wir auch nicht sehen, was es ist. Wird nichts allzu Spektakuläres. Und los. Eine Galil AR Firefight. Die sieht gut aus, ist aber wahrscheinlich scheiße. Such mal sie mal kurz. Da ist er. Einsatz erprobt. Was hat die für einen Wert? Wie gedacht, 30 Cent. Nicht also. Können wir hier noch uptraden? Schauen wir mal. Packen wir die rein, packen wir die rein. Die rein. Die. Die definitiv nicht. Okay. 5. Das heißt, hier können wir noch nicht uptraden. Okay. Aber vielleicht das übernächste Mal. Es sei denn, wir kriegen natürlich wieder nur blau, dann nicht. Aber heute haben wir immerhin einen coolen Skin bekommen. Über den freue ich mich sogar, auch wenn er nur Purple ist, aber mit StatTrak ist der schon nicht schlecht. Heute möchte ich mal nicht meckern, deswegen. Dabei verabschiede ich mich auch. Marcel, du sagst das letzte Wort. Hat's. Och, wie süß, hat er noch einen Ciao rausgehauen. Dann, tschüssi!